So, also mein Name ist Simon Fandler-Höfler, wie der Gerhard schon mich vorgestellt hat. Ich komme von der Neurologie und mein Auftrag ist quasi, das Ganze ein bisschen aus eben dem neurologischen Blickwinkel zu betrachten. Und ich werde viele Fragen, glaube ich, die aufgeworfen sind, auch aufwerfen. Ob ich sie beantworten kann, ist eine andere Frage, aber vielleicht schaffen wir es auch gemeinsam. Allgemein einmal zur Differentialdiagnose von dem Ganzen, das ist ja so ein bisschen im ersten Vortrag schon gekommen, aber vereinfacht gesagt gibt es eigentlich nur drei Ursachen für Bewusstseinsstörung. Und zwar entweder habe ich wirklich eine strukturelle Hirnerkrankung, also ein fokales Problem, oder ich habe eine diffuse neuronale Dysfunktion. Das ist, klingt jetzt im ersten Moment, wenn man diese Einteilung noch nie gehört hat, wie ein bisschen Haarspalterei, aber das hat eine hohe Relevanz, wenn man diese Gruppen relativ gut voneinander unterscheiden kann in der körperlichen und neurologischen Untersuchung. Die dritte Gruppe, die selten ist, aber die man trotzdem immer wieder sieht und wo auch ich schon in diesem Jahr mal reingefallen bin, ist die psychogene Reaktionslosigkeit, die genauso auch ein Koma mit GCS3 haben kann, ohne Reaktion auf irgendwas. Aber ist insgesamt natürlich eine seltene Dings, aber ist eine eigene Gruppe von Ursache eines Komas. Die strukturellen Hirnerkrankungen, wie wir vorher schon gesehen haben, machen wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Hälfte aus oder haben es zumindest bei uns im Schockraum ausgemacht. Und da vereinfacht gesagt, braucht man immer eine Störung vom ARAS. Also das ARAS, das kennen Sie alle noch, ist dieses aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, das so wo das in Bahnen von der Modulo oblongata bis ins Mittelhirn geht und wo dann die Bahnen weiter zum Kortex bzw. zum Rückenmark runtergehen. Das heißt, das muss in irgendeiner Form beschädigt sein, eingedrückt werden, wie auch immer, sonst kann eine strukturelle Hirnerkrankung keine signifikante Bewusstseinsstörung machen. Das heißt, ein klassischer Schlaganfall, ein Medieninfarkt zum Beispiel, kann per Definition keine signifikante Bewusstseinsstörung machen, initial zumindest. Vielleicht dann Tage später wegen dem Hirnödem, aber primär nicht. Die wichtigsten Beispiele von strukturellen Hirnerkrankungen sind die intrakraniellen Blutungen, die in erster Linie über einen Masseneffekt die Bewusstseinsstörung machen. Wir alle wissen, Blutungen können an unterschiedlichen Lokalisationen sein. Die intrazerebralen Blutungen, die typischerweise klassische Schlaganfallsymptomatik machen. Die subarachnoidalen Blutungen, die wie der Name schon sagt, subarachnoidal liegen und ihre Bewusstseinsstörung primär über einen Hydrocephalus vermitteln, beziehungsweise über Druck im Bereich vom Hirnstamm. Und dann haben wir natürlich auch die Sub- und Epiduralblutungen. Warum ist das wichtig, das jetzt zu differenzieren? Natürlich präklinisch schafft man das nicht in der Regel, aber das sind durchaus Erkrankungen, wo man sehr gut und rasch intervenieren kann und eine lebensbedrohliche Situation, wenn man schnell reagiert, die schnell erkennt, durchaus relativ schnell wieder in Ordnung bringen kann. Ähnlich ist es beim ischämischen Schlaganfall. Die wenigen ischämischen Schlaganfälle, die Bewusstseinsstörungen machen, sind Schlaganfälle im Bereich vom vertebrobasilären Versorgungssystem und das ist vor allem die Basilaris-Thrombose, also der Vertreter. Ihr wisst eh, vorne quasi ist das Versorgungssystem paarig angelegt, das heißt, ihr habt Carotis communis, Carotis interna auf beiden Seiten, aber in der hinteren Zirkulation habe ich zwar die beiden Vertebralarterien, die aber dann zu einer Basilararterie werden und wenn die zu ist und nicht gut kollateralisiert ist, dann ist der gesamte Hirnstamm unversorgt und das führt zum typischerweise klassischen Koma mit GCS3, Streckkrämpfen, Beidseitsweiten und Lichtscharnmobilen. Aber auch potenziell reversible Erkrankung. ZNS-Infektionen können was machen und generell natürlich alles andere, was irgendeine Form von Hirndruckerhöhung oder Hydrocephalus macht, wobei das oft dann so superakute Sachen sind wie Tumore oder solche Geschichten. Das sind generell Erkrankungen, die eine wahnsinnig hohe Mortalität haben. Und ich glaube, wenn man sich die 50%, die wir ungefähr gehabt haben, von diesen 60 Schockraumpatienten und Patientinnen anschaut, wird das sicher überwiegend diese Gruppe die Mortalität ausmachen. Weil natürlich, wenn man intrazerebrale Blutung hat, die so massiv ist, dass Patienten und Patientinnen präklinisch schon komatös sind, dann wird das so ein massiver Hirndruck sein, dass man das oft nicht behandeln kann. Aber bei manchen kann man sehr gut behandeln, weil zum Beispiel, wenn man jetzt eine große Blutung im Kleinhirn hat, die kann zwar massive Bewusstseinsstörungen machen, weil sie den Hirnstamm komprimiert, aber wenn man die relativ schnell operiert, dann ist das Problem gelöst. Genauso beim Sub- oder Epiduralhämatom, ähnlich auch bei einer Subarachnoidalblutung, die schwer ist, aber die man mit also nicht immer, aber oft auch mit externen Ventrikeldrainagen gut den Hirndruck oder in dem Fall den Hydrocephalus behandeln kann. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Gruppe von Erkrankungen,
die einerseits wahnsinnig lebensbedrohlich sind, aber andererseits in Teilen gut behandelbar sind. Was man auch ein bisschen dazu sagen muss, das ist natürlich eine Gruppe, also bei uns auf der neurologischen Intensivstation, gemeinsam mit der neurochirurgischen Intensivstation, sind wir die zwei Intensivstationen mit der höchsten Rate an Organspendern und Organspenderinnen. Das muss man natürlich auch ansprechen. Die kommen natürlich stark auch aus dieser Gruppe. Neben dem Schädel-Hirn-Trauma sind die intrakraniellen Blutungen die häufigsten Ursachen für ein Hirntod-Syndrom, das dann zu einer Organspende kommt. Das heißt, die Versorgung von solchen Patienten und Patientinnen ist auch aus diesem Gesichtspunkt nicht irrelevant. Kommen wir zur Gruppe der diffusen neuronalen Dysfunktionen. Das heißt, alles, was ein allgemeines Problem macht. Und das sind die Intoxikationen, die erste Gruppe. Und es mag im ersten Moment überraschen, finde ich, dass wir quasi im Schockraum so wenig Intoxikationen hatten. Also ich glaube, es waren 5 von 60. Man muss aber dazu sagen, wir haben uns ja nur die angeschaut, die ein unklarer Genesak hatten. Das heißt, die Leute, die schon definiert intubiert worden sind bei einer Intoxikation, die kommen ja oft nicht durch den Schockraum, sondern fahren direkt auf die medizinische Intensivstation. Das heißt, das ist sicher trotzdem eine sehr häufige Ursache von Bewusstseinsstörungen. Wir alle kennen die CO2-Narkose, aber natürlich kann auch eine Hypoxämie eine Bewusstseinsstörung machen. Ganz häufig natürlich die Hypoglykämie, seltener, aber trotzdem relevant die Hyperglykämie, Hypotonie, jegliche Form von massiver Kreislaufinsuffizienz, das kennen wir auch. Patienten mit einer schweren symptomatischen Bradykardie können auch bewusstseinsgestört sein. Und dann gibt es natürlich noch eine große andere Gruppe von metabolischen Ursachen, die auch Bewusstseinsstörungen machen können. Aber wichtig ist bei diesen ganzen diffusen neuronalen Erkrankungen, die sind fast alle reversibel in irgendeiner Form und viele durchaus auch spontan. Also manchmal muss man nur warten, wenn man halt warten kann. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Gute Daten gibt es eigentlich nur zur Intoxikation, oder gute Daten ist übertrieben, es gibt zu all dem sehr, sehr wenig und ein bisschen gibt es zur Intoxikation, aber dazu kommen wir später noch. Generell, wie kann ich jetzt zwischen diesen Gruppen zumindest einmal unterscheiden, weil es ja doch ein bisschen andere Verläufe sind und die Unterscheidungen der klinischen Untersuchung, die relevant sind, sind die Lateralisationszeichen. Das heißt, sehe ich irgendwas in der Untersuchung, was mich darauf hinweisen kann, dass die Patienten ein fokales Problem im Kopf haben oder eben auch nicht, nämlich ein generalisiertes Problem. Und da hilft mir quasi alles, was irgendwie im Seitenvergleich einen Unterschied ergibt. Am meisten natürlich in der Sensomotorik. Beim GCS von 3 wäre in der Sensomotorik nicht viel kriegen, aber beim GCS von 5, 6 wäre zumindest vielleicht ein bisschen Spontanbewegungen sehen, aber ich werde zumindest sehen, wie sehr ein Patient oder Patientin auf einen Schmerzreiz reagiert. Und wenn der rechts die Hand anzieht und auf der linken Seite wieder nur rechts anzieht und links nicht bewegt, dann weiß ich schon, okay, das dürfte kein allgemeines Problem sein, da wird im Hirn irgendwo ein fokales Problem sein und das ändert eben ein bisschen was. Manchmal kann man es im Tonus erkennen, manchmal kann man es mit Pyramidenbandzeichen, also dem Babinski-Reflex erkennen und oft wird man es in der Okulomotorik sehen. Die klassische Oculomotorius-Parese, die man bei der beginnenden unkalen Herniation präklinisch doch ab und zu sieht, wo eine Pupille weit und lichtstarr ist zum Beispiel, aber auch eine Blick- oder Bulbusdeviation, die anzeigt, dass da irgendwas fokal im Hirn nicht in Ordnung ist. Springen wir trotzdem noch einmal einen Punkt zurück. Wie kann man generell mit diesen Patienten und Patientinnen umgehen? Und nonana nicht, ich brauche eine fokussierte Anamnese, um zu schauen, ob ich vielleicht doch irgendwelche Indikatoren finde, was da dahinter stecken könnte. Eine körperliche, neurologische Untersuchung und dann wäre natürlich auch präklinisch ein bisschen was messen können. In der Anamnese, das ist jetzt wahrscheinlich für viele nichts Neues, aber natürlich, was war der Verlauf der gesamten Geschichte? Ist das plötzlich von einem Moment auf den anderen passiert? Gab es irgendeine Symptomatik, die vor der Bewusstseinsstörung da war? Ist das allmählich erst passiert? Oder ist der Patient, der Patientin plötzlich umgefallen? Gibt es irgendeine Form von Krampfgeschehen? Gibt es relevante Vorerkrankungen, die mich schon in irgendeiner Richtung weisen? Oder Medikamente, die Ursache von dem Ganzen sein können? Besteht der Antikoagulation? Natürlich beim Patienten, der antikoaguliert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr einer intrakraniellen Blutung deutlich höher wie bei einem, der es nicht ist. Oder finde ich doch irgendwelche Hinweise auf irgendeine Form von Intoxikation. Das ist natürlich nicht nur die leeren Tablettenblister, das muss ich nicht erzählen, die sieht man von selbst. Aber findet man vom Setting sonst irgendwelche Indikatoren, dass was dahinter steckt. Und natürlich steckt vielleicht doch ein Trauma dahinter. Also das darf man natürlich auch nicht. Man kann ja auch einmal ausrutschen, auf Schädel-Hirn-Trauma haben und dann bewusstlos im Wohnzimmer liegen.
Und man sieht vielleicht die kleine Kopfverletzung nicht im ersten Moment, weil sie halt nicht blutig ist zum Beispiel. Aber natürlich, Trauma ist in so einer Situation immer schwierig, weil selbst wenn der eine kleine Kopfverletzung hat, wissen wir natürlich nicht, was die Hände und was das Ei war. Der kann ja aus allen anderen Gründen komatös werden und deswegen stürzen und deshalb eine Kopfverletzung haben. Aber natürlich, das zu erheben, ist sehr relevant. In der körperlichen Untersuchung geht es genauso wieder darum, gewisse Ursachen sich herauszuholen. Typischer Geruch bei gewissen metabolischen Ursachen, ein Zungenbiss, Harn- oder Stuhlabgang, das eher so manchmal in die Richtung der Epilepsie geht. Oft wird es helfen, Patienten zu erkleiden. Man wird es aber auch nicht in jeder Situation immer machen. Gewisse Hautveränderungen können helfen. Eine Hyper- oder Hypothermie werde ich relativ automatisch selbst feststellen. Aber auch natürlich pathologische Atemmuster sind interessant. Chain-Stokes-Atmung, Bio-Atmung, Maschinenatmung und so weiter. Oder natürlich andere Zeichen. Wenn ich jetzt sehe, dass das ein schon älterer, offenbar vom Setting her chronischer Alkoholiker ist, der einen riesigen Aszites hat und bewusstseinsgestört vor mir liegt, könnte natürlich zum Beispiel hepatologische Ursache hinter dem Ganzen stecken. Ödeme, Schwitzen für gewisse Toxidrome relevant. In der neurologischen Untersuchung im Endeffekt geht es sehr stark um diese Lateralisationszeichen, auf die ich schon vorher eingegangen bin, aber auch einige andere Sachen. Der Meningismus ist relevant bei zwei Erkrankungen, bei der Subarachnoidalblutung und bei der Meningoenzephalitis. Die Pupillen, Bulbi, Sensomotorik, Pyramidenbandzeichen haben wir eigentlich schon besprochen. Das ist sehr schnell untersucht und das kann nicht bei jedem Patienten untersuchen. Es gibt keinen Patienten, der nicht neurologisch untersuchbar ist, auch wenn das gerne auch meine Kollegen und Kolleginnen manchmal behaupten. Man muss die Patienten und Patientinnen nur anders untersuchen, wenn sie bewusstseinsgetrübt sind und all diese Sachen kann ich machen. In diesem Setting sind natürlich auch die Hirnstammreflexe relevant. Da wird man natürlich auf die eher simpleren eingehen, die man im Alltag sehr unkompliziert prüfen kann. Und das kann zum Beispiel beim relativ bewusstlosen der Kornealreflex sein oder auch der Husten- und Würgereflex, wo ich sehe, ob der Patient auf eine Absaugung in irgendeiner Form reagiert oder ob ihm das auch schon egal ist. Und irgendwann in alledem wird man GCS erheben, weil der GCS ja so ein bisschen die gemeinsame Sprache oft in der Notfallmedizin ist. Was kann ich messen? Die Vitalparameter, die in so einer Situation sowieso messen werden, aber die helfen mir, alle gewisse Ursachen auszuschließen. Die Blutzuckermessung wird beim Bewusstseinsgetrübten immer das allererste sein, um die Hypoglykämie auszuschließen. Wir alle kennen die Geschichten vom Schädelhirntrauma mit GCS3, das dann doch nur Hypoglykämie war. Manchmal auch eine Hyperglykämie, aber im verhältnismäßig viel seltener, wie wir schon gesehen haben. Natürlich ab und zu die Hypoxämie, die wird man oft auch schon sehen, bevor die Sättigung oben ist. Relevante Arrhythmien oder kritische Hypotonien, quasi die Kreislaufsituation so eingeschränkt ist, dass es zu einer Bewusstseinsstörung kommt. Und wenn man BGA an Bord hat, was ja durchaus bei uns verbreitet ist, natürlich auch die Frage der Hyperkapnie oder der besonderen metabolischen Entgleisung, wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht nutzen. Und gerade da ist das natürlich was uns durchaus helfen kann. Weil wenn man jetzt in der BGA ein klares Zeichen, wenn man jetzt die Hyperkapnie sieht, die wird man vielleicht sonst nie wiedersehen, wenn die Patienten intubiert werden und dann hat man klare Ätiologie von dem Ganzen. Jetzt kommen wir zum vielleicht springendsten Punkt vom ganzen Vortrag und das auch, auf das jetzt vieles zugeleitet hat, die Frage, wen soll man da jetzt eigentlich intubieren? Die Frage möchte ich insoweit einmal zurücklenken und würde Sie und euch alle bitten, ganz kurz für euch zu überlegen, was sind denn für euch die Intubationskriterien, wenn es jetzt um einen Patienten und eine Patientin geht mit Koma oder Bewusstseinsstörung unklarer Genese, den ihr präklinisch auffindet, wo ihr keine eindeutige Ursache erkennen könnt im ersten Moment, wen davon würdet ihr intubieren oder nicht? Überlegt das einmal still für euch bitte, was einfach eure Kriterien wären. Wer hat eine klare Antwort? Also es geht mir nicht darum, um welche Antwort, aber wer hätte jetzt eine Antwort, die er in einem Satz nennen kann? Niemand. Oder ist es mit der Partizipation noch nicht so heute Abend? Der Indikator, der ganz oft genannt wird, ist der GCS unter 9 oder kleiner gleich 8. Wissen wir alle, kommt vom Schädelhirntrauma, dort hat er gewisse Validierung.
Abseits vom Schädel-Hirn-Trauma weiß man eigentlich überhaupt nicht, ob das jetzt relevant ist oder nicht, aber das ist was, was sehr oft verwendet wird. Viele würden vielleicht sagen, wenn die Atemwege gefährdet sind. Was heißt das? Also wann ist ein Atemweg gefährdet? Also das ist eine sehr subjektive Einstellung. Ist es, wenn die, wenn man sagt, wenn die Schutzreflexe nicht funktionieren, was sind die Schutzreflexe? Also das ist ein bisschen eine schwierige, also natürlich eine klinische Betrachtung, aber eine, die man schwer objektivieren kann. Ändert sich das Ganze, wenn ich statt mit dem Notarztwagen mit dem Notarzthubschrauber da bin? Den Eindruck haben wir ab und zu. Aber das ist natürlich auch verständlich, weil die Versorgungsmöglichkeiten während dem Transport im Hubschrauber sind natürlich auch eingeschränkte und damit vielleicht auch manchmal die Intubationsindikation ein bisschen freizügiger. Was kann man zusammenfassen? Oder wissen wir es einfach nicht? Und gut, wir können das irgendwie individuell machen. Klar, wir werden Patienten intubieren, die massives respiratorisches Problem haben. Wir werden Patienten und Patientinnen mit einem GCS3 und fehlenden Hirnstammreflexen natürlich auch in der Regel intubieren, aber so einfach ist es anscheinend nicht. Im Endeffekt geht es ja um eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Also was verliere ich, was gewinne ich, was kann ich gewinnen? Ich kann eine Aspiration verhindern, ich kann sehr positiv auf einen Patienten und Patientin mit einem erhöhten Hirndruck einwirken und ich kann, wenn ein respiratorisches Problem besteht oder zu bestehen droht, kann eine adäquate Ventilation sicherstellen, was wiederum auch im Fall von einem Hirndruckproblem ganz, ganz elementar ist. Was kann ich verlieren? Zeit in der Regel ein bisschen, das mag manchmal relevant sein, oft aber auch nicht, muss man sagen. Ich kann keinen Blutdruckanfall, sondern einen Blutdruckabfall haben bei Krankheitsbildern, die durchaus auf sowas vulnerabel sein könnten. Natürlich kann die Intubation in dem Moment, wo es macht, Komplikationen machen, aber muss man auch sagen, im weiteren Verlauf. Da geht es jetzt gar nicht nur um die Komplikationen, die bei der Intubation selber stattfinden, sondern die Komplikationen der Beatmung über die Zeit danach. Und natürlich im Verlauf ist die Beurteilbarkeit etwas eingeschränkt, weil im Schockraum wissen wir dann nicht mehr, was wäre mit dem Patienten, wenn er Carbapenem hätte und kein Tubus, wie viel würde er selber tun und wie viel nicht. Das ist natürlich im Verlauf schwerer und das kann man erst dann im Aufwachversuch auf der Intensivstation feststellen. Dazwischen läuft aber natürlich viel Diagnostik, vielleicht in eine Richtung, in die sie gar nicht laufen müsste. Kommen wir zu ganz einfachen klinischen Szenarien. Patient, 63 Jahre, anamnestisch massiver Kopfschmerz, dann Bewusstseinsverlust bei Eintreffen von Ihnen oder und von euch GCS5. Wer wird den intubieren? Wer wird den nicht intubieren? Ja, also Mehrheit oder eigentlich einhellig. Natürlich werden wir den intubieren, überhaupt keine Frage. Was wird das klinisch? Jetzt rein von Anamnese könnte man eine Subarachnoidalblutung denken. Potenziell behandelbar, potenziell reversibel. Und 63 Jahre, da wird man jetzt nicht herumspielen, da wird ein Hirndruckproblem haben. Nächster Patient, 51 Jahre, plötzlich kollabiert, komatös GCS4. Hat dann Babinski Beidseits- und Streckkrämpfe. Wer wird den intubieren präklinisch? Wer wird den nicht intubieren? Ja, auch straightforward. Wieder in dem Fall klinisch würde es dann eine Basilaristhrombose passen. Kommen wir zum anderen Patienten. Der ist 71 Jahre alt. Sie kommen zu dem, der hat eine Hemisymptomatik, also eigentlich komplett Hemiplegie rechts, spricht gar nicht mehr, ist somnolent. Und mit dem GCS haben wir irgendwie Probleme, weil er spricht nicht. Das heißt, da kommen wir an ein gewisses Problem mit dem GCS bei den Patienten und Patientinnen, die nicht aus einem Bewusstseinsproblem heraus, sondern aus einem anderen neurologischen Problem heraus nicht sprechen können. Und den könnte man an GCS, je nachdem, wo man will, so zwischen 6 und 11 geben. Das heißt, man kann sich selber aussuchen, ob man den jetzt intubieren möchte oder nicht. Wer würde diesen Patienten intubieren? Also aus diesen Gründen hoffentlich nicht, weil für den wird die Intubation potenziell auch schädlich sein. Was wird das sein? Der wird wahrscheinlich einen linkshemisphärellen Medieninfarkt haben, mit wahrscheinlich einem Großgefäßverschluss auf Basis dieser Symptomatik. Das heißt, der braucht eine rasche Gefäßrekanalisation. Für diese wird er wahrscheinlich im Verlauf intubiert werden, muss man dazu sagen. Das heißt, ist die Intubation jetzt nicht zwingend schädlich, aber die Intubation soll möglichst safe sein, soll ohne Blutdruckabfall sein und der Patient soll trotz der Intubation in die Behandlungsbereiche kommen, wo dieser Gefäßverschluss auch behandelt werden kann. Kann natürlich auch eine intrakranielle Blutung sein, wissen wir nicht. Anderer Patient, 33 Jahre,
hat einen epileptischen Anfall gehabt, bekannte Epilepsie, sie kommen zu dem, dem Moment, wo sie herkommen, GCS6. Also so porös macht sehr wenig, auf Schmerzreiz ganz ein bisschen. Wer würde den intubieren? Wer würde ihn nicht intubieren? Ja, auch da kann man zumindest, glaube ich, einmal ein bisschen warten in so einer Situation. Man müsste sich erwarten, wenn es jetzt ein einmalig abgelaufener Krampfanfall ist, dass der durchaus von selbst auch aufklären könnte. Und man kann diesem Patienten sicher die 5 bis 10 Minuten Versorgungszeit einmal geben, bis man den einmal in einem RTW verbracht hat, eine Leitung hat, alle Vitalparameter hat und kann sich dann überlegen, wie so der Verlauf vom Bewusstseinszustand ist. Klart er allmählich ein bisschen auf, dann kann man sich es auf jeden Fall sparen. Gut, das waren jetzt Szenarien, die wir jetzt alle relativ einstimmig beantworten haben können, aber es gibt schon schwierigere Szenarien auch. Patient 20 Jahre, anamnestisch wahrscheinlich Suchtgiftmissbrauch oder ganz sicher sogar IV-Injektionen GCS4. Das ist die alte Frage, die ich als Neurologe nicht beantworten werde für euch alle, aber natürlich den intubieren oder nicht, das ist eine Paradigmenfrage wahrscheinlich. Aber das ist was, was man nicht so leicht pauschal beantworten kann. Andere Situation, 31-jähriger Patient, wieder Zustand nach epileptischem Anfall, hat einen zweiten Anfall bei ihrem Eintreffen, Benzodiazepine, Anfall hört auf, GCS6, aber eigentlich ein bisschen zuckt er doch noch irgendwie mit der Hand. Jetzt die Frage, mehr Benzos, je nachdem wie viel Benzos man schon gegeben hat, oder terminiert man den wahrscheinlichen Status Epilepticus gleich mit einer Propofol-Narkose? Wahrscheinlich, also da gibt's sicher keine klare Antwort darauf. Anderes Szenario, ältere Patientin, komatös, im Pflegebett, Demenz, Rollstuhl, GCS4, muss man sich natürlich auch über das Therapieziel Fragen stellen und die Ethik fängt nicht erst im Krankenhaus an. Das ist natürlich was, was bei uns eh sehr verbreitet ist, muss man sagen. Und wir haben oft den Eindruck, dass auf solche Patienten und Patientinnen sehr gut eingegangen wird, im Sinne von, dass man nicht immer die maximale Medizin betreibt. Aber das muss man sich einfach überlegen. Was ist das Setting? Wie wahrscheinlich ist, dass diese Bewusstseinsstörung eine reversible ist oder nicht? Und dementsprechend kann man natürlich sich durchaus einmal entscheiden, so jemanden, auch wenn jetzt medizinisch vieles dafür spreche, aber ethisch auch einiges dagegen spreche, die zu intubieren. Kommen wir zur Intubation und zur Narkose selber. Jetzt, allgemein ist es bei allen Patienten und Patientinnen, die ein Koma mit Lateralisationszeichen haben, also wo vieles dafür spricht, dass die eine strukturelle Läsion haben, dass die vereinfacht gesagt genauso zu intubieren sind wie ein Patient oder eine Patientin mit einem schweren Schädel-Hirntrauma. Und da gibt es schon lange die Doktrin, dass man den kritischen Blutdruckabfall mit einem MAB unter 60 jedenfalls vermeiden soll. Wir haben uns das speziell angeschaut bei ischämischen Schlaganfällen, die ja für die mechanische Thrombektomie intubiert werden. Und da haben wir auch gesehen, also das war In-Hospital-Intubationen, dass die Leute, die im Rahmen dieser Narkoseeinleitung, also jetzt ischämische Schlaganfälle, mit dem Blutdruck abgefallen sind, unter einem MAB von 60 ein schlechteres Outcome haben, zum Beispiel wie alle anderen. Das heißt, das geht wahrscheinlich, zieht sich durch alle neurologischen Krankheitsbilder, auch wenn wir nicht überall die Daten haben, wahrscheinlich durch, aber ist eh relativ leicht erklärbar. Wenn ich eh schon ein kritisches Perfusionsproblem habe, dann wird mir auch eine kurze, aber trotzdem Zeit mit einer sehr signifikanten Hypotonie, man muss ja daran denken, dass es viele Patienten mit einem erhöhten Hirndruck sind, das heißt, der reelle zerebrale Perfusionsdruck ist dann nicht 60, sondern ist vielleicht 40 oder 30 und das ist auch über einige Minuten zu wenig und mit einem schlechteren Outcome vermieden. Deshalb, wenn man in einem Setting ist, wo das unkompliziert geht, Narkose mit invasiver Blutdruckmessung, aber zumindest die Sympathomimetika wirklich bereit haben, dass die zumindest, wenn man schon dazu kommt, dass man diese hypotone Phase auslöst, wenn es gar nicht anders geht, die zumindest ganz schnell beenden kann. Wenn man diese Patienten, also jetzt im Hinblick auf die Narkose, natürlich, wie schon gesagt, Lateralisationszeichen, strukturelle Läsion, das heißt potenziell ein Hirndruckproblem, das heißt, wir werden die möglichst so intubieren, dass während der Narkose kein zusätzlicher Hirndruckanstieg passiert, das heißt, kein Würgen, kein Pressen und das heißt, ich habe zumindest, das ist auch eine alte Debatte, in die ich nicht zu weit einsteigen will, aber einen zusätzlichen Grund in diesem Setting, Muskelrelaxanz zu geben, um einfach eine traumatischere Intubation zu ermöglichen. Beim Status Epilepticus vielleicht nicht, aus zwei Gründen. Erstens, weil da das Hirndruckthema nicht so das Thema ist
und da Muskelrelaxation ein bisschen kontraproduktiv ist hinsichtlich der Beurteilung danach, das hängt vom Setting ab. Heißt jetzt nicht, dass man das nicht geben darf, aber zumindest in allen anderen Szenarien ist das absoluter Grund, die Leute zu relaxieren. Beim Status Epilepticus, wenn es hämodynamisch voraussichtlich möglich sein wird, ist Propofol besonders zu bevorzugen, weil man mit dem Propofol, wenn man es in einer hohen Dosis kommt, in dieses Burst-Suppression-Muster kommt, das zwar wir erst auf der Intensivstation im EEG sehen, aber natürlich auch schon präklinisch damit den Status Epilepticus mit Sicherheit terminieren kann. Das heißt, hochdosiert Propofol beim Status Epilepticus, wenn man Narkose fahren muss und das kreislaufmäßig schafft, dann auf jeden Fall gut. Wenn man es kreislaufmäßig glaubt, nicht zu schaffen, wieder zu lahm Ketanest, auch gut. Ketanest inzwischen immer mehr Reservemedikament in der Behandlung vom Status Epilepticus und hat eine gute antikonvulsive Wirkung. Nicht so massiv ist Propofol, aber hilft auch. Und natürlich nach der Intubation werden wir ein niedrig normales PCO2 haben wollen. Klar, Hirndruckthema. Und wenn wir klinische Zeichen von einer Hirndruckkrise haben, das heißt zum Beispiel einseitige Kolomotoriusparese mit einer einseitig weiten und lichtstarren Pupille, dann kann man sich schon überlegen, ob man nicht für kurze Zeit hyperventiliert. Das ist eine alte Diskussion, zu der es relativ wenige Datengrundlage gibt. Aber die Hyperventilation ist ein Verfahren, das den Hirndruck für eine kurze Zeit senken kann und eigentlich damit für die Präklinik sehr gut geeignet, weil im Endeffekt wollen wir die Patienten ja jetzt einmal in die Klinik bringen, wollen eine Diagnostik machen, wollen sehen, ob die Ursache für einen Hirndruckanstieg behandelbar ist, unmittelbar oder nicht. Und wenn sie behandelbar ist, kann man natürlich mit der Hyperventilation vielleicht den Patienten ein bisschen über diese Zeit bringen. Das heißt, es wird Settings geben, wo das durchaus sinnvoll ist, dann mit einem Ziel von einem PCO2 von 30 bis 35, das heißt ETCO2 vielleicht ein bisschen drunter, weil man wird natürlich in so einem Setting jetzt nicht 3 PGA-Kontrollen präklinisch machen. Was sind meine Kernbotschaften? Wie schon gesagt, das Koma, unklare Genese muss nicht immer unklar bleiben. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, kann man schon oft auch in eine gewisse Richtung kommen, was die Ursache vom Koma ist, wenn schon nicht eine explizite Diagnose ist, zumindest eine Gruppe, also zumindest der Hinweis, geht es eher um was Strukturelles oder ist es eher ein diffuses Problem. Die Entscheidung, ob man intubieren soll oder nicht, ist komplizierter, als dass man nur einfach sagt, und beim GCS unter 9. Und wenn man Narkose macht, dann wie beim Schädel-Hirntrauma, das heißt kritische Hypotoniephasen, so gut wie es nur irgendwie geht, vermeiden und wenn sie schon auftreten, möglichst schnell behandeln. Da ein paar Quellen, wenn sich jemand das genau anschauen will. Was interessant sind zwei Arbeiten. Also das ist eine Lancet-Arbeit, die sehr schön den eher klinischen Ablauf von der Abklärung von Patienten und Patientinnen mit Koma-Ursachen bringt. Und das war eine Studie oder eigentlich ein narrativer Review, wo es darum geht, dass man schaut, also bei intoxikierten Patienten und Patientinnen, wie vorher kurz erwähnt, das sind die einzigen, wo es ein bisschen mehr Daten gibt im Bereich vom Koma, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man die intubieren muss. Da gibt es natürlich auch keine randomisierten Studien, aber es gibt ganz gute Ergebnisse, dass auch Patienten und Patientinnen mit einem GCS unter 8, die nicht intubiert werden, keine Komplikationen haben müssen. Das heißt, also da geht die Evidenz ein bisschen in die Richtung, dass zumindest diese Intubation beim GCS unter 9 nicht immer notwendig ist. Aber das sind natürlich immer retrospektive und selektierte Kohorten. Das heißt, harte Daten gibt es dazu überhaupt nicht. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken und bin offen für Fragen.